Guten Abend. Auf dem Flughafengelände von Neustadt-Glewe ist das Airbeat One Festival zu Ende gegangen. Bis heute früh 6 Uhr wurde gefeiert. Mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher haben in den vergangenen Tagen auf dem größten Festival für elektronische Musik in Norddeutschland gefeiert. Die Veranstaltung verlief insgesamt friedlich, heißt es von der Polizei. Laut der vorläufigen Bilanz gab es insgesamt 91 Strafanzeigen, darunter 12 Drogendelikte. Nach der Legalisierung von Cannabis sind das nur etwa halb so viele Drogendelikte wie im vergangenen Jahr auf dem Airbeat One Festival.